Moin Moin und willkommen auf dem Kanal der Unlucky Nerds. Ich bin euer Schmuser und ich begrüße euch zu einem Spezial-Case-Opening. Heute live vom 24-Stunden-Stream, denn wir sind gerade immer noch online. Mittlerweile seit 22 Stunden und 32 Minuten. Und ja, die letzten anderthalb Stunden brechen an und ich habe gedacht, ich nehme noch ein kleines Case-Opening auf. Jetzt freuen sich die ganzen Leute auf YouTube, weil wenn sie hören Case-Opening, dann hören sie direkt, yeah, es gibt was zu gewinnen, nächste Giveaway. Und das ist natürlich auch weiterhin normal der Fall. Allerdings in diesmal ausnahmsweise nicht, weil ich habe jetzt keine Zeit gehabt, im Stream irgendwie die Gewinnerlisten erstmal fertig zu machen und alles. Und deswegen öffnen wir heute mal ganz normal 10 Kisten. 10 Chroma-Keys, die öffnen wir einfach und hoffen einfach mal, dass Gabe endlich so nett ist und uns was Gutes gibt. Ich habe heute bei dem 24-Stunden-Livestream, ich schätze mal, so schon so 15 bis 20 Kisten aufgemacht. Schrott, 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 Schrott. Einzige, was da gescheit dabei war, war ein Red-Item. Ja, der Schmuse hat ein Red-Item gezogen. Und zwar die Fire Elemental. Und ja, aber sonst halt nur Schrott. Einfach reiner Schrott. Und ich glaube, jetzt, wo ich hier fast die 24 Stunden durchgehalten habe, ist jetzt Gaben endlich mein letztes Bier. Das wollen wir doch einfach mal hoffen. Und ja, die Zuschauer draußen im Stream, die waren auch schon fasziniert. Und ich muss einfach mal dazu sagen, ey, ich meine, ohne Scheiß, danke, danke, danke. Wir haben aktuell 84 Zuschauer. Ich meine, ich bin es ja eher gewohnt, so vor 10 Zuschauern zu streamen. Und wir sind heute nicht ein, also die gesamten 24 Stunden, wo wir die 50 Zuschauer geknackt haben, sind wir nicht einmal unter die 50 Zuschauer gesunken. Und ich glaube, der Höchststand war so bei 94. Einfach ein Traum, ohne Scheiße, ihr seid die Besten. Ich glaube, mittlerweile fast 150 oder was neue Follower bekommen und so. Danke einfach dazu. So, aber wir reden nicht im heißen Brei, wir wollen Kisten öffnen und wir wollen dieses Knife hier haben. Dieses Knife, also darin, muss man sagen, befindet sich ein Karambit-Doppler. Stat-Track, habe ich gehört. Und ich muss da noch kurz, komm, ich mache erstmal die erste Kiste auf und dann kann ich euch eine geile sagen. Ich bin heute beim Anfang des 24-Stunden-Streams fast ausgerastet. Komm, geh weiter, geh auf die MAC-10, wenigstens zum Contracten oder so. Oh nein. Dot Catacombs. Ich bin fast ausgerastet. Ich habe eine Benga-Kiste geöffnet und ich habe bis jetzt immer gedacht, es ist nicht möglich, dass ein goldenes Item einer vorbeirauscht und man es nicht zieht. Und dann öffne ich die Kiste und dann kommt das goldene Item vorbeigerauscht und puff, weg war's. Und ich dachte nur, nein, das kann nicht sein. Es ist ohne Scheiß ein Knife an mir vorbeigerutscht. Unfassbar. Ich guck mal, ob ich die Stelle aus dem Livestream noch finde. Vielleicht schneide ich sie mal raus oder so und hänge sie hinten dran. Oh, ich hätte weinen können, sage ich euch. Ich hätte einfach weinen können. Einfach so grausam. So, seltener Spezialgegenstand. Gib her. Geben, give me, was Gescheites. Meine ganze Hoffnung liegt. Oh, eine Kartell. Danke. Danke, Gabe. AK-47 Kartell. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ne? Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, ist sie irgendwas wert? Das muss ich jetzt aber nachgucken. Das interessiert mich ja schon. Die ist im Minimale Gebrauchsspuren. Gucken, was das Ding denn noch so wert ist, wa? Anscheinend gar nicht, weil das Team-Overlay geht nicht auf. Das ist aber auch schade. AK-47 Kartell. Kann mal jemand kurz im Chat reinschreiben? AK-47 Kartell, Minimal Wear, was ist die denn wert? Und dann öffne ich einfach schon mal weiter Kisten hier, ne? Damit es hier weiter vorangeht. Kann da mal kurz jemand im Chat reinschreiben? Ich meine, wir haben gerade über 80 Zuschauer, da wird das ja irgendwann kurz nachgucken können. Wäre ganz lieb. So, Chroma. Öffnen. So kann es weitergehen. Nach der Kartell kommt die Dragon King. Gift! Okay, Glock Catacombs, dann ein geiles Item, dann wieder eine Glock und dann wieder ein geiles Item. Ist auch in Ordnung. Damit kann ich auch leben. 4 € so ungefähr. Wow, Alter, da habe ich ja. Guck mal, Kiste 2,15 €. Schlüssel 2,15 €, 70 Cent die Kiste. Ey, da habe ich 1,20 € Gewinn gemacht. Alter, da kann ich mir jetzt auch wie Gabe einen Hamburger von kaufen. Geil. Komm, aufmachen die Scheiße. Oh, sogar 5,56 €. Oh, leck mich am Arsch. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wohin mit der Kohle. Bleib stehen. Gib mir wenigstens lila. Ja, schön. Die MAC-10. Naja, kann man auch nur zum Kontakten jetzt wirklich gebrauchen oder so. Ich meine, gut, ich meine, wie die aussieht. Ach du Scheiße, Alter. Was ist das mal für eine Waffe? Voll das Spielzeugding irgendwie. Du kennst doch kein Umbringen, oder? Sieht ja jede Wasserpistole gefährlicher aus, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Öffnen.
So, wir hatten Glock, wir hatten Kartell, wir hatten Glock, wir hatten die MAC-10 und jetzt kommt Glock und das Knife. Einfache Regel, da war schon wieder ein Red Item, habe ich gesehen. Die Galil Shutterbox. Aber die ist mir natürlich nicht gegönnt. Och, geh doch auf die abgesägte Schrotflinte Jetpack wenigstens. Ja, System Lock. Wobei ich sie eigentlich so als Waffe ganz hübsch finde, aber natürlich nicht. Und spielen tue ich die Waffe eh nie. So, haben wir die Hälfte? Ja, die Hälfte haben wir jetzt, wa? So. Give me the knife. Give me the knife. Weiß nicht, was ich noch so machen kann. Ihr könnt mir ja im Streamchat mal Tipps geben, was man machen muss, damit man so ein Knife zieht. Also, vielleicht habt ihr ja irgendwie bessere Erfahrungen. Hier, Cooper, du weißt doch, wie es geht, hier 12 Kisten öffnen und ein Knife ziehen. Sag mir doch mal, wie geht das? Will ich auch können. Danke, Game. Guck mal, da meckert sogar Yoda. Da fängst jetzt sogar schon der Yoda an zu meckern im Hintergrund. So, 4 Keys haben wir noch. Immer R-Schlüssel, dann Kiste wählen. Gewinnchance ist dann größer, okay. Und der Pain schreibt Schlüssel 1, Kiste 3. Und Whiteboy schreibt nicht dran denken. Ich probiere jetzt alles aus. Also immer erst Schlüssel nehmen. So. Und dann die Kiste wählen. Können wir jetzt einfach irgendeine nehmen? Wie die goldene Mitte. Gift geben! Gib her! Dragon King vorbeigerauscht. Jawohl! Was dann kriegen wir eine Grotte. Komm weg, ich will es gar nicht mehr sehen. So, also Adler, ich muss dir sagen, funktioniert nicht. So, kommen wir zum Vorschlag von Payne. Schlüssel 1, Kiste 3. Schlüssel 1, Kiste 3. Wehe, das funktioniert nicht. Wehe, das funktioniert nicht. Schauen wir mal. Ah, war jetzt auch nicht schlechter als das, was ich bis jetzt auch hingekriegt habe, ne? Also, aber immerhin, ne? Immerhin Leila. Leila macht geiler. Der Cooper sagt, ich habe einfach schnell welche vom Training geöffnet und dann kam es. Okay, einfach schnell, ne? Ach stimmt, er sagt ja einfach nicht drüber nachdenken, ne? Komm hier, mach die Scheiße offen, Mann. Komm, hier. Ah. Scheint auch nicht zu funktionieren, hör mal. Das scheint auch nicht zu funktionieren. Da haben wir noch eine Kiste. Ein Schlüssel. Aber zwei Kisten. Schlüssel 2, Kiste 3. Ja, ist doof, wenn man keinen zweiten Schlüssel mehr hat. Vorher keine drei Kisten. Nee, das funktioniert nicht. Komm, Behälter öffnen. Links oder rechts, Jungs? Sagt es mir im Chat. Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich möchte nochmal sagen, danke für die 24 Stunden. Die haben echt extrem viel Spaß gemacht. Und ja, mit ein paar Zuschauern im Hintergrund zu streamen, die sich echt antun, macht die Sache doch extrem noch viel mehr Spaß. Und ich kann euch sagen, ihr habt einen alten Mann echt glücklich gemacht. Ihr habt einen alten Mann echt glücklich gemacht. Links, links, Mitte, rechts. Okay, wir haben zweimal links. Kommen wir nehmen mal links. Nehmen wir die linke Kiste. Vertrau meinen Zuschauern. Ich vertraue meinen Zuschauern. Komm. So, eins von den dreien. Ich würde alles drei aktuell sehr feiern. Extrem feiern. GIF. Ich gucke einfach gar nicht hin. Kann mich mal. Oh. Hat sich schon blau angehört, ey. Ach, leck mich doch an der Eier, Mann, ey. Aber dann kommt so ein. Und ich kann sagen, geil! Aber nee, war nix. Ach, Mann, ach, Mann. Ja, traurig. Der 24-Stunden-Stream war so schön. Und er endet so traurig. Am Red-Item vorbei? Ich bin echt gerade am Red-Item vorbeigezogen, aber nicht, aber nicht knapp, oder? Zwei rechts, zwei rote. Ja, komm, verarsch mich hier. Mein Streamchat verarscht mich gerade hier. Ich werde das ja gleich in der Aufnahme sehen. Ne? Ich werde das gleich in der Aufnahme sehen. Ich kontrolliere das.
Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich würde mich über ein Däumchen freuen. Das nächste Case Opening gibt es natürlich dann auch wieder mit Gewinnspiel. Und das andere Case Opening, also das letzte, was vor diesem gekommen ist, da gibt es ja immer noch die AK Wetline zu gewinnen. Also, falls ihr noch nicht daran teilgenommen habt, guckt mal das letzte Case Opening an. Da gibt es eine Wetline abzustauben. Und ich bedanke mich bei euch. Und ich werde jetzt noch die letzten 1 Stunde und 18 Minuten meines 24-Stunden-Streams genießen. Und bis dann, euer Schmuser. Ciao, ciao.